Du bekommst 5% Zinsen auf ein Kapital von 10.000 Euro. Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich der Betrag? Radioaktiver Abfall hat eine Halbwertszeit von einem Jahr. Nach wie vielen Jahren sinkt die Strahlenbelastung von 10.000 Millisievert pro Jahr auf 10 Millisievert pro Jahr? So unterschiedlich diese beiden Fragestellungen sind, beide können mit einem Logarithmus beantwortet werden. Ich bin Daniel von der DHBW Ravensburg. Und wir befassen uns in diesem Video mit Logarithmen. Bis zur Verbreitung von Taschenrechnern und Computern benötigte man zum Ausrechnen der Logarithmen dicke Bücher voller sogenannter Logarithmentafeln. Das bleibt uns heute zwar erspart, aber an den anfangs nicht intuitiven Rechenregeln für Logarithmen werden wir trotzdem nicht vorbeikommen. Logarithmen berechnen uns die Lösung von Potenzgleichungen, bei der der Exponent gesucht ist. Mit was muss ich a potenzieren, damit ich c als Ergebnis erhalte? Die Antwort ist der Logarithmus von c zur Basis a. Und damit sind wir schon bei einem zentralen Punkt, der das Rechnen mit Logarithmen kompliziert machen kann. Es gibt nicht den einen Logarithmus, sondern es gibt einen Logarithmus für jede positive reelle Zahl. Die sogenannte Basis wird als Subskript hinter dem Operator log und vor dessen Argument in der Klammer angegeben. Wird keine Basis angegeben, ist üblicherweise der Logarithmus zur Basis 10 oder aber auch zur Basis e gemeint, wobei letzterer gerne auch als Logarithmus naturalis mit ln geschrieben wird. Mit e ist die Eulersche Zahl gemeint, eine nicht rationale Zahl, die später in der Analysis und auch in der Statistik eine besondere Bedeutung haben wird. Schauen wir uns den Logarithmus naturalis in einem Schaubild an, sehen wir wichtige Eigenschaften. Das Ergebnis des Logarithmus kann zwar negativ werden, aber wir können keine Werte für die Null und für negative Argumente angeben. Es gibt tatsächlich keine Zahl x, für die e hoch x gleich minus 1 oder e hoch x gleich 0 gelten würde. Die Nullstelle des Logarithmus ist bei 1, denn wenn wir die Basis e hoch 0 nehmen, erhalten wir wieder die 1. Setzen wir die Basis als Argument ein, also e, erhalten wir 1. Denn wenn wir die Basis hoch 1 nehmen, naja, erhalten wir wieder die Basis. Und wir sehen, dass der Logarithmus zwar anfangs stark ansteigt, dann jedoch schnell abflacht. Alle diese Eigenschaften sehen wir nicht nur beim Logarithmus naturalis, sondern bei allen Logarithmen, also auch beim Zweierlogarithmus oder beim Zehnerlogarithmus. Im Gegensatz zu Potenzen und Brüchen sind die Rechenregeln beim Logarithmus deutlich weniger intuitiv. Ist das Argument eines Logarithmus ein Produkt, können wir diesen Logarithmus als Summe von zwei Logarithmen schreiben. Dasselbe gilt für Quotienten im Argument, nur dass wir dann eine Differenz zweier Logarithmen haben. Zwei Beispiele dazu. Der Zweierlogarithmus von 2 mal 4 ist dasselbe wie der Zweierlogarithmus von 2 plus der Zweierlogarithmus von 4. Der Zweierlogarithmus von 2 Viertel ist dasselbe wie der Zweierlogarithmus von 2 minus der Zweierlogarithmus von 4. Haben wir dagegen eine Potenz im Logarithmus, können wir deren Exponenten aus dem Logarithmus herausziehen und als Faktor vor den Logarithmus schreiben. Der Zehnerlogarithmus von 10 hoch 3 ist 3 mal der Zehnerlogarithmus von 10. Und der Zweierlogarithmus der Wurzel 4 ist 0,5 mal der Zweierlogarithmus von 4. Zu guter Letzt gibt es noch eine Regel, um die Basis eines Logarithmus zu ändern. Dabei entsteht dann ein Quotient nach folgendem Schema. Der Zehnerlogarithmus von 8 ist dann zum Beispiel der Zweierlogarithmus von 8 geteilt durch den Zweierlogarithmus von 10. Oder auch der ln von 8 geteilt durch den ln von 10. Die letzte Regel ist vor allem dann wichtig, wenn wir den Logarithmus am Ende mit einem einfachen Taschenrechner berechnen. Dieser kann oft nur bestimmte Logarithmen. Die Fragen aus dem Intro können wir zum Beispiel mit folgenden Logarithmen beantworten.
Logarithmus von 2 zur Basis 1,05 ergibt 14,21 Jahre. Und Logarithmus von 0,001 zur Basis 0,5 ergibt 9,97 Jahre. Kann der Taschenrechner nur den 10er Logarithmus und den Logarithmus Naturalis, dann müssen wir die Logarithmen mit der Regel umrechnen. Zum Beispiel in ln2 geteilt durch ln 1,05 gleich 14,21 Jahre und ln 0,001 durch ln von 0,5 ergibt 9,97 Jahre. Diese Regeln sind gewöhnungsbedürftig, also probieren wir sie am besten gleich mal selbst aus. Im ersten Beispiel ziehen wir als erstes die 0,5 in den linken Logarithmus hinein. Dadurch entsteht ein Exponent 0,5 bzw. eine Wurzel im Argument von diesem Logarithmus und wir erhalten den 10er Logarithmus von 5. Jetzt wenden wir die erste Regel an und erhalten den 10er Logarithmus von 5 mal 20, also den 10er Logarithmus von 100. Das geht dann auch ohne Taschenrechner. Hoch was müssen wir 10 nehmen, damit wir 100 erhalten? Richtig, hoch 2. Beim zweiten Beispiel kommt uns der Ausdruck im linken Logarithmus irgendwie bekannt vor. Es ist die zweite binomische Formel, sodass wir das Argument auch als x minus y zum Quadrat schreiben können. Dadurch können wir das Quadrat aus dem Logarithmus herausziehen und die beiden Logarithmen miteinander verrechnen. Alternativ können wir unsere zweite Regel anwenden, um die Logarithmen zusammenzufassen und dann mit x minus y kürzen. Beides führt uns zum gleichen Ziel. Im letzten Beispiel können wir den 10er Logarithmus in einen Logarithmus Naturalis verwandeln. Dadurch entsteht der Quotient ln 4 geteilt durch ln 10. Und wir haben zwei Brüche mit gleichem Nenner. Wir schreiben diese zusammen und wenden unsere erste Regel an und voilà, es steht nur noch eine 1 da. Zum Abschluss des Themas Logarithmus wollen wir noch kurz die logarithmischen Skalen anschneiden. In dem folgenden Schaubild sehen wir den Pandemieverlauf in Deutschland mit einer normalen linearen Skala. Immer wenn wir einen Strich nach oben gehen, erhöht sich der Y-Wert um 4 Millionen Infektionen. Der Nachteil, es sieht so aus, als wäre zu Beginn der Pandemie quasi nichts passiert. Ändern wir die Skalierung auf zum Beispiel 0,5 Millionen pro Strich, dann sehen wir den Anfang besser. Aber ab der Hälfte der Zeitachse bricht die Kurve durch Omikron aus dem Schaubild aus. Die Lösung zur Darstellung exponentieller Dynamiken wie Infektion oder auch Bruttoinlandsproduktwerte über längere Zeiträume ist die logarithmische Darstellung. Die Idee: jedes Mal, wenn wir einen Strich nach oben gehen, wird unser y-Wert nicht addiert, sondern mit einem bestimmten Faktor multipliziert. Hier ist dieser Faktor 10. Immer wenn wir einen Strich nach oben gehen, wird der y-Wert verzehnfacht. Und damit wird die gesamte Dynamik sichtbar. Wobei natürlich auch diese Darstellung ihre Nachteile hat. Insbesondere ist sie weniger intuitiv als eine lineare Darstellung. Soweit zu den Logarithmen. Im nächsten Video machen wir weiter mit der elementaren Algebra und nehmen uns lineare und quadratische Gleichungen vor. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und abonniere das Economicon. Bis bald!